Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zu den Print Days. Es ist schön, dass Sie so zahlreich trotz drei konkurrierenden Fachvorträgen hier zu mir in den Vortrag gekommen sind. Mein Name ist Rüdiger Maas. Ich bin Geschäftsführer des Fachverband Medienproduktion, seit über 25 Jahren in der grafischen Industrie tätig. Also, wie sagt man, Dinosaurier oder ein alter Hase der grafischen Industrie und tatsächlich ein absoluter Printbegeisterter und Emotionalisierter. Insofern alles das, was Sie heute über Print hören, ist natürlich leicht tendenziell, obwohl ich versuche, möglichst neutral zu bleiben und Ihnen auch einige Fakten mitzugeben. Vielleicht vorab, es kann sein, dass ich zwischendurch 2, 3, 4 Mal husten muss, weil ich habe noch leichte Nachwehen einer Erkältung, die ich seit 5 Wochen nicht losbekomme oder zumindest den Husten nicht. Aber ich versuche, dass das einigermaßen gut funktioniert. Ja, wir wollen uns heute mit dem Thema Print und Nachhaltigkeit beschäftigen und natürlich, dass das auch eine Entscheidung auf vielen Ebenen ist. Auf der einen Seite ist das Thema Nachhaltigkeit ja nichts Neues. Wir haben es vor mittlerweile 13, 14 Jahren unsere erste Initiative zum Thema Nachhaltigkeit in der grafischen Industrie gestartet. Damals, vor 13, 14 Jahren, mit einem riesengroßen Hype. Da ist das Thema Nachhaltigkeit in der grafischen Industrie quasi, ich nenne es jetzt mal, aufgeploppt mit dem Thema Klimakompensation, also klimaneutral drucken. Dann haben wir das ganze Thema über mehrere Jahre aufbereitet, Veranstaltungen, Kongresse gemacht. Dann gab es eine Flaute zum Thema, weil viele Unternehmen der grafischen Industrie aufgrund von wirtschaftlichen Konstellationen gar keine Zeit mehr hatten und auch teilweise gar kein Geld mehr hatten, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Investitionen und Anpassung damit zu beschäftigen. Und jetzt seit einiger Zeit, und zwar nicht seit einigen Monaten, sondern tatsächlich schon wieder seit 2, 3 Jahren, ist das Thema natürlich auf der Agenda. Nicht nur gesellschaftspolitisch, das sehen wir ja fast jeden Tag im Fernsehen, hören Sie im Radio, lesen Sie in der Zeitung, sondern natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit in der grafischen Industrie. Und was haben wir direkt damit zu tun und was können wir in diesem Umfeld machen? Aktuell heute ist es kein Vortrag, wo ich Ihnen jetzt die Basics zum Thema Nachhaltigkeit und Print, wie toll denn Print im Bereich der Nachhaltigkeit punkten kann oder wie toll die grafische Industrie punkten kann, sondern ich möchte Ihnen A, einige Fakten zur Verfügung stellen, auch von einer relativ oder ganz neuen Erhebung noch. Und auf der anderen Seite soll das aber jetzt nicht so ein Basic-Vortrag sein, sondern einfach auch vielleicht so ein bisschen anregen, sich mit dem Thema ein bisschen anders auseinanderzusetzen, einfach das Thema Mindshift einzuleiten und vielleicht auch von manchen Aussagen, von manchen, ich sag mal, Standorten, die man zum Thema eingenommen hat, vielleicht auch mal das von einem Meter oder 2 Meter von links nebendran zu betrachten. Denn im Moment ist es tatsächlich so, dass das Thema Print und Nachhaltigkeit gerade in der grafischen Industrie und auch in der Öffentlichkeit relativ stark unter Druck steht. Das werden Sie mit Sicherheit gehört haben, dass einige LEH-Konzerne tatsächlich gesagt haben, wir machen kein Print mehr, wir machen keine Beilagen mehr, wir machen keine unpersonalisierte Werbung mehr, weil Print ist ja schon mal per se nicht nachhaltig. Und wenn wir das einstellen, also keine Printprodukte mehr machen, dann ist das unser Beitrag in eine klimafreundliche Welt oder wie auch immer. Das sind natürlich, ich sage jetzt mal, keine Mittelständler, die das machen, sondern es sind tatsächlich große Konzerne, die das machen. Nicht nur aus dem LEH-Bereich, sondern auch Baumärkte, andere große Konzerne, die tatsächlich sich aus Sicht der Nachhaltigkeit oder zumindest aus der Überzeugung heraus oder vielleicht auch, um hier eine spezielle Positionierung zu bekommen, also sich diesen Nachhaltigkeitsbumper quasi auf die Stirn zu kleben, zu sagen, ja, wir sind jetzt nachhaltig, wir machen alles digital und kein Print mehr. Und diese Konstellation, die da im Moment draußen im Markt unterwegs ist, das ist wie so ein Boxkampf. Und zwar nicht Boxkampf zwischen Markenartikeln und grafischer Industrie, sondern das entwickelt sich langsam zu so einem Fight zwischen den einzelnen Medienkanälen. Und zwar der eine Medienkanal ist dann zum Beispiel Print und da wird von wem auch immer kolportiert, auch in der öffentlichen Presse. Für Print werden Wälder abgeholzt und das ist auch alles ganz umweltschädlich und wie auch immer. Und auf der anderen Seite haben wir dann digitale Medien, mal egal welche das sind, ob das E-Mails, Apps und Konsorten sind, die sind dann auf einmal ganz toll, weil da werden hier keine Bäume für abgeholzt oder da werden keine Wälder für platt gemacht und so weiter und so fort. Und dieser Kampf der Medienkanäle über das Thema Nachhaltigkeit, den halte ich für absolut
absolut überflüssig, weil am Ende des Tages verlieren unsere werbungtreibenden Unternehmen dadurch einen Medienkanal und fokussieren sich voll auf Print. Natürlich aus unserer Sicht mit der Hoffnung, irgendwann reumütig zurückzukommen und dann doch zu sagen, ohne Print klappt es vielleicht doch nicht ganz gut. Und das Zweite ist, dass diese Einstellung aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten Beilagenwerbung und Print quasi einzustellen, das betrifft ja nicht nur dieses eine Medium Beilage, also unpersonalisierte Beilage als Massenauflage, sondern im gleichen Atemzug wird ja Print als Gattung im Prinzip verteufelt. Und da ist hier im Prinzip alles dabei, ob das Corporate Communication mit Print ist, ob das Dialogmarketing, also Mailings sind, ob das klassische Printaktivitäten sind, Akzidenzen, wie auch immer. Und hier fehlt mir einfach oder hier fehlt uns diese differenzierte Betrachtungsweise. So, es gibt also einen relativ fatalen Status, Fragezeichen, ob es dann wirklich so fatal ist. Und zwar, was ganz klar ist, da haben wir alle mit zu tun, dass durch die sich veränderte Mediennutzung der Zielgruppen, also nicht nur ältere Zielgruppen, sondern natürlich auch junge Zielgruppen, Digital Natives, die dann jetzt mittlerweile auch Entscheider werden, natürlich auch eine Auswahlstrategie in Richtung Medienkanal, / Medienkanäle, sich verändern muss. Da brauchen wir überhaupt gar nicht darüber zu diskutieren. Aber wir werden auch gleich einige Beispiele sehen, dass diese Argumentation, dass im Moment alle digital kommunizieren, vielleicht gar nicht so haltbar ist und auch gar nicht so belastbar ist, um dann entsprechend eine Entscheidung gegen Print oder gegen ein Printmedium zu fällen. So, dann das, was ich eben schon gesagt habe, die vorherrschende Meinung bei vielen, natürlich nicht bei allen, dass im Endeffekt das Thema Printprodukt aufgrund der Papierherstellung, dass für das Thema Papierherstellung Holz gebraucht wird oder Zellstoff und der Zellstoff kommt aus Holz, dass Wälder für gefällt werden und dass quasi, ich sage das jetzt mal übersetzt, irgendjemand Angst hat, dass es in Zukunft hier in Mülheim keinen Stadtwald mehr gibt, weil Printprodukte produziert werden. Auch da werde ich Ihnen gleich einige Beispiele dazu nennen oder einige Fakten dazu nennen, dass das im Endeffekt Nonsens ist. Das Problem an der Sache ist nur, dass solche Dinge in der öffentlichen Presse stehen, weil irgendein Großkopferter, wer auch immer, das irgendwann mal gesagt hat und der Journalist, der das dann kolportiert, halt nicht recherchiert hat, dass es tatsächlich gar nicht so ist. Dann das Thema, dass Kommunikationsentscheide oft falsche Schlüsse auf Basis von mangelnder Information fällen. Also das werden Sie auch gleich sehen. Es gibt zahlreiche Untersuchungen und Erhebungen, nicht nur vom Umweltbundesamt, sondern wirklich auch von sehr neutralen Unternehmen, wie nachhaltig einzelne Medienkanäle sind oder wie nachhaltig einzelne Prozessbestandteile von einem Printmedium sind. Und wenn man diese Informationen im Endeffekt auch nutzt, um tatsächlich eine strategische Entscheidung zu nehmen, dann ist alles okay. Aber wenn man nicht informiert ist, sondern trotzdem so eine Entscheidung trifft, halte ich das für ein bisschen problematisch. Und dann gibt es natürlich noch diese Zielgruppe, also eine positive Zielgruppe, die Digital Natives, die im Endeffekt, ich habe das hier mal geschrieben, einen einseitigen Mindset haben, weil sie teilweise gar nicht mit Print sozialisiert, also mit Print groß geworden sind. Das heißt, wenn die heute, die Digital Natives, in Entscheidungsstrukturen bei Markenartiklern, bei werbungtreibenden Unternehmen reinkommen, dann haben die Print gar nicht auf dem Radar. Die wissen überhaupt gar nicht, was Print kann. Die wissen überhaupt gar nicht, welche Vielfältigkeit in der Kommunikation Print zur Verfügung stellt und wie Print im Endeffekt digitale Medienkanäle nicht nur pushen, sondern auch im Nachgang weiterführen kann als Follow-up-Medium oder wie auch immer. Und hier gilt es auch natürlich, diese Zielgruppe aufzuklären, nicht nur in Richtung Nachhaltigkeit, sondern auch nachhaltige Wirkung, weil das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und hier kann man ganz klar sagen, das ist kein Vorwurf an die Zielgruppe, dass die keine Ahnung von Print haben, sondern das ist tatsächlich sogar ein Vorwurf an die grafische Industrie, die sie in den letzten Jahren verdattelt haben, diese Zielgruppe über Print aufzuklären. Also das muss man auch tatsächlich von beiden Seiten sehen. Und dann natürlich dieses Thema, dass Print als Öko-Killer, ich sage es mal, nicht recycelbar ist und gigantische Energiesummen verbraucht. Weil natürlich, ich sage jetzt mal, Papierfabriken und alles, was dort auch in Druckdienstleistern, große Druckunternehmen, die, ich sage jetzt mal, Druckmaschinen haben, die so groß wie ein, was weiß ich, Fünffamilienhaus sind oder wie auch immer, die brauchen natürlich enorm viel Energie. Aber nur weil das so ist, dass sie viel Energie brauchen, heißt es ja noch lange nicht, dass man die verteufelt, sondern
Es sind sehr viele Unternehmen, die in dem Bereich schon sehr viel investiert haben und tatsächlich mit Energie aus umweltschonenden Ressourcen und so weiter und so fort arbeiten, die eigene Photovoltaikanlagen haben. Da kommen wir aber gleich später noch dazu, weil das würde zu weit ins Detail gehen. So, also müssen wir, bevor wir eine Entscheidung treffen oder bevor Werbungtreibende eine Entscheidung treffen oder wir in diese Richtung aufklären, müssen wir uns natürlich ein paar Fragen stellen, die konzeptionell wichtig und sinnvoll sind. Also, bevor wir einen kompletten Medienkanal wie Print einfach als Unternehmen einstellen und das nicht mehr bedienen und auf diesen Weg der Kommunikation verzichten, müssen wir als erstes mal überlegen, wovon reden wir? Reden wir von ökologischer Nachhaltigkeit, also dass das wirklich in Richtung CO2-Emissionen geht, dass das in Richtung, also tatsächlich Klimaneutralität geht? Geht es in Richtung Ökologie, in dem zum Beispiel das Thema Circular Economy, also im Bereich der Kreislaufwirtschaft, nicht stattfindet oder vielleicht doch stattfindet und alles, was damit zusammenhängt? Natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit, auch wenn es oft so gesehen wird, nicht nur eine ökologische Frage der Nachhaltigkeit, sondern Nachhaltigkeit hat ja noch viel, viel mehr Facetten. Also auch die ökonomische Nachhaltigkeit. Kann sich ein Unternehmen es leisten, auf einen Printkanal zu verzichten und dann logischerweise diese Anstoßkette in der Zielgruppe zu verzichten? Ist es ökonomisch nachhaltig, nur weil man gegebenenfalls Druckkosten oder was auch immer spart? Oder ist es tatsächlich sinnvoll zu überlegen, wie kann man sich dieses Printprodukt einfach anders zunutze macht, indem man, jetzt in dem Beispiel, was ich eben ein paar Mal zitiert habe, nicht hingeht und sagt, wir verzichten auf unadressierte Werbung in Form von Massenbeilagen, sondern wir müssen das Printprodukt vielleicht ein bisschen professioneller machen, indem wir hingehen und sagen, wir reden jetzt über personalisierte, individualisierte Kommunikation mit Print, also eine deutlich geringere Auflage mit einer wesentlich höheren Zielrichtung. Und dann kommen wir natürlich auch in viel, viel ökonomischer Reichweiten von Print, die letztendlich auch das Thema ROI, also Investment, in einen Medienkanal zur Verfügung stellen. Soziale Nachhaltigkeit darf hier auch nicht fehlen. Da würde ich sagen, dass wir in Deutschland, Mitteleuropa, Europa und so weiter und so fort da nicht die große Fragestellung haben. Natürlich sind die Basics der sozialen Nachhaltigkeit geklärt, Mindestlohn und alles, was dazugehört. Das ist gesetzt, aber auch hier muss man ganz klar sagen, hier gibt es noch eine ganze Menge Nachholbedarf. Also tatsächlich jemanden nach seiner Leistung zu bezahlen und nicht nur nach Mindestlohn zu bezahlen. Aber auch das wäre tatsächlich eine Diskussion, um zu klären, findet das in dieser Industrie statt, eine soziale Nachhaltigkeit, oder findet es eben nicht statt. So, was man auch strategisch ganz wichtig beachten sollte, welche gesetzlichen Vorgaben gibt es für welchen Medienkanal? Sie alle wissen, für digitale Medienkanäle, also E-Mail-Marketing und so weiter und so fort, gibt es ein Double-Opt-In. Für Print brauchen Sie kein Double-Opt-In. Die Sensibilität in Richtung DSGVO zum Beispiel ist in den letzten Jahren, ich sage jetzt mal, viel intensiver geworden bei den Zielgruppen, gerade was, ich sage jetzt mal, unaufgeforderte Werbung, Kommunikation anbelangt. Mit Print sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus, weil Print natürlich auch per se in der Gesellschaft eine andere Glaubwürdigkeit hat. Das soll jetzt gar nicht heißen, das ist das Argument für Print, sondern das ist ein kleiner Bestandteil, worauf man konzeptionell definitiv achten sollte. Dann sollte man auf jeden Fall schauen, auf welcher Informationsbasis treffe ich meine Entscheidung, meine strategische Entscheidung. Habe ich mir das irgendwo, ich sage jetzt mal ganz profan, in Wikipedia angelesen und kann gar nicht beurteilen, ob die Aussage richtig oder falsch ist? Oder habe ich mir wirklich, ich sage jetzt mal, entsprechende werthaltige Studien, Vergleiche, Untersuchungen angeschaut, um tatsächlich eine Entscheidung zu treffen, ist Print denn tatsächlich so nachhaltig oder eventuell auch nicht? Dasselbe gilt natürlich auch für die entsprechenden digitalen Medien. Und das hatten wir eben schon mal, das Thema veränderte Mediennutzung der Zielgruppe. Ist das wirklich so? Also findet es wirklich statt, dass die Digital Natives sich ausschließlich digital informieren? Können wir gleich gucken. Natürlich ist das Thema Image, was ich eben schon mal gesagt habe, auch ein Grund, sich einen, ich sage jetzt mal, einen grünen Segen im Endeffekt zu geben, indem man so eine spektakuläre Entscheidung trifft. Man sieht es ja, dass diese Entscheidung in der Fachpresse, in der Wirtschaftspresse, durchs Radio, durchs Fernsehen überall kolportiert worden sind. Also scheint es also durchaus auch eine imageträchtige Geschichte zu sein, so eine Entscheidung zu treffen. Aber das kann ja nun am Ende des Tages nicht
die sinnvolle Entscheidung sein, wenn man gar nicht weiß, auf welcher Basis das stattfindet. Natürlich ist es dann so, dass diese differenzierte Betrachtungsweise tatsächlich nicht für den gesamten Medienkanal gelten sollte, also komplett Print in die Tonne zu werfen, sondern vielleicht nur für einzelne Printbestandteile, ob das jetzt unadressierte Werbung ist oder wie auch immer. Und was natürlich auch für diese strategische Entscheidung ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema ROI, also Return of Investment. Was investiere ich wirklich vergleichbar in einen Medienkanal 1 mit einem Ziel und mit einem Ergebnis der Kommunikation, was ich hinterher als Kontakt, als Lead, als was auch immer oder als tatsächlichen Verkauf rechenbar machen kann? Und wie kann ich das wirklich 1:1 möglichst mit einer einheitlichen Kommunikationswährung, wenn man sich darauf einlässt, auch das tatsächlich vergleichen, um tatsächlich auch nicht nur das Thema Return of Investment, sondern auch hier wiederum die Brücke zur ökonomischen Nachhaltigkeit im Endeffekt zu klären. So, und jetzt kommen 2, 3, 4 Fakten. Und zwar einmal das Thema Mythos 1. Wie ist denn wirklich die veränderte Mediennutzung in den unterschiedlichen Zielgruppen? Und das Interessante ist, diese IFH-Studie oder diese IFH-Media-Analyse, die ist jetzt wirklich noch ganz, ganz neu, zeigt im Endeffekt, dass all over die gesamten Zielgruppen, der Pointer funktioniert hier nicht an dem Monitor, dass im Endeffekt das Thema Printnutzung in den Zielgruppen, das betrifft jetzt hier ausschließlich die Nutzung von Werbebeilagen in Tageszeitungen, Wochenblättern und so weiter, also nur wirklich ein Printmedium und nicht all over Print, nur das mal so als kleine Eingrenzung. Aber die Nutzung dieser Beilagen, die quasi diese großen Unternehmen einfach eingestellt haben, die hat sich bei den reinen Printnutzern überhaupt gar nicht verändert. Wenn ich mir dann die Zielgruppe anschaue, lese Online-Prospekte, also die Digital Natives, die das Ganze über App und so weiter und so fort machen, hat sich das natürlich in den Jahren deutlich entwickelt, dass die zunehmend digitaler kommunizieren. Aber das Interessante ist, dass auch die reinen Printnutzer, die lesen zunehmend auch mehr diese Beilagen oder diese Informationen über digitale Kanäle und machen im Endeffekt beides. So, das heißt, alleine aus der Analyse der Nutzung oder der Mediennutzung für dieses Medium Printbeilage unadressiert, gibt es eigentlich gar keinen Grund, einfach hinzugehen und zu sagen, ich stelle jetzt mal Stand heute einfach alles, was Print ist, ein. Natürlich, wenn man die Doppelleser oder die Doppelnutzer sich anschaut, könnte man tatsächlich fragen, wenn die jetzt auf einmal diesen Printkanal nicht mehr haben, würde dann diese Kurve der reinen digitalen Nutzung noch steigen, weil sie halt was vermissen? Oder sagen die, das hat nur tatsächlich im Abverkauf funktioniert, weil die über beide Kanäle tatsächlich dazu motiviert worden sind, tatsächlich dann etwas zu kaufen? Das heißt, im Zeitvergleich lässt sich ein steigender Anteil an LeserInnen natürlich aufzeigen, sowohl was den digitalen Bereich anbelangt und im analogen Bereich Print bleibt es im Prinzip gleich. So, das heißt, das, was ich eben gesagt habe, nur hinzugehen und zu sagen, ich mache das jetzt mal, weil, keine Ahnung, weil man keine Informationen hat, diesen Kanal einzustellen. Und wenn man dann gegeneinander Zahlen hat, wäre es natürlich aus meiner Warte die falsche Entscheidung auf Basis von der reinen Nutzung dieser Zielgruppen, was den Medienkanal anbelangt, dieses Thema Printprodukt in Frage zu stellen. Und natürlich, ich sage mal, das ist keine Raketentechnologie, dass im Prinzip Hybridleser für analog und digital auch weiter steigen werden. Und es wird auch langfristig definitiv so sein, dass die digitale Nutzung weiter steigen wird. Das wird ja niemand, oder das stellt ja auch niemand in Frage. Aber die Frage, die sich tatsächlich stellt, macht es Sinn, das hier ausschließlich digital zu machen? So, der Mythos 2, wo ich eben auch schon 2, 3 Mal drauf hingekommen bin, ist das Thema, ist Print nachhaltig oder weniger nachhaltig? Und hier ist in der Umfrage auch von der IFH im Prinzip definiert worden, dass 70% der Personen, die befragt worden sind, sagen, die Papierherstellung verbraucht übermäßige Mengen an Wasser. Ja, die sind vollkommen fehlinformiert, weil hier steht im Endeffekt die Aufklärung unten drunter, was tatsächlich passiert mit der entsprechenden jeweiligen Quelle. Und das ist nur eine Referenzquelle, da gibt es eine ganze Menge mehr dazu. In der Tat ist es so, dass bei der Papierproduktion, und es ist egal, ob das Recyclingpapier oder Frischfaserpapier ist, tatsächlich 93%, teilweise sogar mehr,
des verwendeten Wassers wieder zurückgeführt werden. Und zwar nicht einfach den Schlamm in den Fluss oder wie auch immer, sondern natürlich gereinigt und so weiter. Ich kenne Papierfabriken, wo tatsächlich die das Wasser aus dem Fluss entnehmen, vorher reinigen müssen, bevor sie die Papierproduktion starten und dann das Wasser wieder zurückgeben. Und das Wasser, was sie zurückgegeben haben, ist tatsächlich sauberer als das, was sie sich vorher aus dem Fluss rausgenommen haben. Das heißt nicht, dass das alles die tollsten und besten wherever sind, aber tatsächlich das, was draußen kolportiert wird oder im Mindset verankert ist, dass für die Papierproduktion extrem viel Wasser verbraucht wird. Das findet de facto nicht statt, sondern man muss ganz klar sagen, das Wasser wird verwendet und zurück in den Kreislauf geführt. Dann dasselbe im Vergleich zu gedruckten Prospekten würde ein digitales Produkt, also egal ob das ein E-Mail oder was auch immer, tatsächlich weniger CO2-Emissionen bringen oder weniger CO2-Emissionen produzieren. Das ist diese Meinung herrscht bei 62% der Zielgruppen vor. Das ist natürlich auch fatal, weil hier es, ich sag mal, gar keine sinnvollen Vergleiche aktuell gibt, die da belegen, ein Printprodukt mit der und der Zielgruppe, mit der und der Auflage, mit den Produktionsdaten und so weiter und so fort, hat eine, ich sage jetzt mal, Klimawährung, wie man nicht auch immer definieren will. Und dasselbe macht man in einem digitalen Medium, egal welches das ist, mit demselben Ziel, mit derselben Zielgruppe und so weiter. Also diese Vergleiche gibt es nicht. Und das sieht man natürlich auch hier schon, weil das, was hier unten an Aufklärung drin ist, egal wo man diese Aufklärung herkommt, ist ja auch nicht vergleichbar. Also hier steht jetzt zum Beispiel, dass wenn man E-Mails versendet in der Größe von 1 MB an 10 Personen, ist es ungefähr so, als würde man 500 Meter Wegstrecke mit einem Auto zurücklegen. So, jetzt bräuchte ich ja theoretisch erstmal eine Vergleichszahl, die dasselbe für Print im Prinzip darstellt. Also müsste ich sagen, ist denn tatsächlich die Wegstrecke mit dem Auto, die Währung, die ein Medienkanal mit dem anderen vergleicht? Brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren, ist es mit Sicherheit nicht. Aber hier ist tatsächlich extrem viel Aufklärungsbedarf da, um zu informieren, welcher Medienkanal denn alleine welche CO2-Emissionen im Prinzip letztendlich hinten rausbringt. Und diese Problemsituation oder die Herausforderung, dass durch die zunehmende Digitalisierung zunehmend mehr CO2-Emissionen über Serverfarmen und so weiter und so fort letztendlich emittiert werden. Diese Herausforderung ist definitiv da, aber es wird noch nicht als Währung, als vergleichbare Währung letztendlich zur Verfügung gestellt. So, und dann, was auch immer total interessant ist, was ich eben schon mal kurz angedeutet habe, 51% der Zielgruppe, die hier befragt wurden, glauben, dass für ein Printprodukt oder für Papier Wälder im Prinzip unwiederbringbar abgeholzt werden, sodass quasi immer weniger Wald auf der Erde existiert. Hier steht es, das Gegenteil ist der Fall, zumindest auf jeden Fall schon mal in Deutschland, dass im Endeffekt der Waldaufbau stattfindet. Wir brauchen uns jetzt gar nicht über den Waldschadensklimabericht zu unterhalten, wie krank im Prinzip deutsche Wälder sind. Das hat hier erstmal damit nichts zu tun. Aber tatsächlich durch die Papierproduktion für Printprodukte findet keine Walddezimierung statt. Im Endeffekt muss man ganz klar sagen, das ist auch sensationell logisch, weil jeder, der im Bereich nachhaltige Forstwirtschaft unterwegs ist, der würde sein eigenes Geschäftsmodell im Prinzip ad absurdum führen, wenn er einfach die Bäume fällt, Papier draus produziert und nicht wieder aufforstet, sondern die arbeiten wirklich nachhaltig seit vielen Jahrzehnten, seit vielen Generationen, um ihre Wälder im Prinzip aufzubauen und das logischerweise auch nachhaltig. Also auch dieser Mythos stimmt hinten und vorne nicht. Dann das nächste, Papier ist ein verschwenderisches Produkt. Können wir ganz einfach abkürzen. 72% der verwendeten, produzierten Papierproduktionen im Bereich Print werden im Prinzip über den Recyclingkreislauf in Deutschland oder sogar Europa zurückgeführt. Also das ist tatsächlich eine Ressourcenquelle über Circular Economy, dass im Prinzip diese verwendeten, also Post-Consumer-Material im Endeffekt in den Prozess zurückgeführt wird. Also auch das stimmt mit den 49% überhaupt nicht mit den Informationen der Tatsache überein. So, und dann, Papier ist schlecht für die Umwelt, das ist so ein allgemeiner Platz im Endeffekt, weil natürlich da Holz drin ist, weil da Zellstoff, weil da chemische Bestandteile gebraucht werden, um Zellstoff zu bleichen und so weiter und so fort. Auch hier ist es ganz klar, jetzt exorbitant viel Aufklärung gefragt, aber auch in beide Richtungen.
Weil wenn ich auf der einen Seite dokumentieren kann, dass ich heute schon in der Lage bin, ein klimaneutrales Papier einzukaufen, dann muss sich auch jeder, auch in der grafischen Industrie, die Frage stellen, wie kommt denn die Klimaneutralität zustande? Also haben die Unternehmen, die prozessbeteiligten Unternehmen, tatsächlich alles im Bereich der Vermeidung getan, um CO2-Emissionen zu vermeiden. Und erst ganz am Schluss, das, was an CO2-Emissionen übrig geblieben ist, ist die neutralisiert oder kompensiert werden? Oder kommt vielleicht so eine CO2-Neutralität unter anderem daher, dass ein Papier zum Beispiel im Norden von Europa produziert wird bei Papierfabriken in Ländern, die zu 95% Atomstrom verwenden. Und Atomstrom hat nun mal keine CO2-Emission. Und da kann sich dann jeder auch selbst die Frage stellen, welches Papier nehme ich denn jetzt? Das, welches mit Atomstrom produziert wird? Aber das ist dann wieder eine andere Frage der konzeptionellen Nachhaltigkeit. Wie tief gehe ich, ich nenne es jetzt mal salopp, wie tief gehe ich ins Eingemachte? So, das heißt, wir müssen uns tatsächlich, wenn wir uns mit dem Thema Print auseinandersetzen und überlegen, ist das denn wirklich so schädlich oder vielleicht so nachhaltig, müssen wir tatsächlich mal übergeordnet schauen, was im Bereich der grafischen Industrie mit dem Thema Print, Medien an Nachhaltigkeit im Prinzip passiert und auch in den letzten 12, 15 Jahren passiert ist. Also wir hatten das Thema Recycling, wir hatten das Thema nachhaltige Forstwirtschaft, wir hatten das Thema Circular Economy, wir haben das Thema EMAS und Konsorten. Also das sind ja ganz viele Unternehmensmanagementprozesse, wo jetzt im Prinzip, ich sage jetzt mal mittelständische Unternehmen, Handwerker, Druckereien, wie auch immer, tatsächlich übergeordnet entsprechend in Prozesse investiert haben, um über die Prozessoptimierung auch nachhaltig zu sein. Das heißt, keine Ressourcen zu verschwenden und so weiter und so fort. Dann das Thema also ISO-Norm, also Prozessstandard Offset. Auch über diese ISO-Norm wird im Prinzip dafür gesorgt, dass weniger Ressourcen im Einsatz sind, weil die Prozesse halt optimiert sind. Zum Beispiel das Thema durch den Prozessstandard die Makulatur, also die Anlaufmakulatur einer Druckmaschine auf ein Minimum zu reduzieren. Das ist in den letzten Jahren sehr extrem viel passiert. Wenn wir jetzt noch die Baustelle Digitaldruck aufmachen, also tatsächlich Vermeidung von Streuverlusten, das ist, was ich eingangs schon gesagt habe, unpersonalisierte, unindividualisierte Werbung umzudrehen in voll individualisierte Kommunikation, dort wesentlich zielgerichteter unterwegs zu sein und natürlich auch, ich sage jetzt mal, mit einem anderen ökonomischen Ansatz reinzugehen. Dann Einsatz von erneuerbaren Energien. Wie viele Unternehmen in der grafischen Industrie gibt es, die, ich sage jetzt mal, eigene Investitionen getätigt haben, um erneuerbare Energien zu nutzen, egal ob das PV-Anlagen oder sonst irgendwelche Dinge sind. Energieeffizienz, Klimakompensation und so weiter. Also alle diese Maßnahmen, wobei tatsächlich das Thema Klimakompensation immer ganz am Ende stehen sollte, weil die strategische Ausrichtung heißt ja immer vermeiden, reduzieren und erst ganz am Ende, wenn es gar nichts mehr geht im Bereich der CO2-Emissionen, das dann über Klimakompensation auszugleichen. Das heißt, die Punkte, die ich oder diese Fakten, die ich Ihnen eben gesagt habe oder diese einzelnen Prozessbestandteile, die in der grafischen Industrie stattfinden, haben sich in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren, ich sage mal, sehr, sehr intensiv in der grafischen Industrie manifestiert. Und wenn man sich mal die ganzen tatsächlich Fakten dazu anschaut, dann kommt man, wenn man noch nicht da ist, hoffentlich auf eine andere Betrachtungsweise, wie Nachhaltigkeit oder wie nachhaltig, ökologisch nachhaltig ein Printprodukt ist. Wie nachhaltig ein Printprodukt in der Kommunikation ist oder sein kann, das kommt jetzt im Nächsten. Das heißt, im Moment wird sehr, sehr viel darüber diskutiert, ist jetzt das eine Medium oder der eine Medienkanal nachhaltiger als der andere Medienkanal. So, aber am Ende des Tages ist das gar nicht die Grundlage einer Diskussion, sondern die Grundlage der Diskussion muss da einfach heißen, wir müssen per se alles tun, um nachhaltig zu sein. Das heißt, dieses Gesetz, dieser Keller, dieses Fundament unserer Kommunikationsstrategie, die muss einfach gesetzt sein. Und egal, ob ich jetzt digital oder analog unterwegs bin, ich muss immer alles dafür tun, so nachhaltig wie möglich zu kommunizieren oder meine Medienkanäle auszuwählen. Wenn wir jetzt nochmal in das Thema oder wenn wir jetzt in die Wirkung, also in die nachhaltige Wirkung eines Medienkanals in diesem Moment jetzt hier oder in diesem Beispiel auf Print eingehen, dann reden wir immer von dem Thema Value-Added Printing. Also alle die Möglichkeiten, die Print zur Verfügung stellt,
einen Mehrwert in einem Printprodukt zu etablieren, um dem Leser, dem Nutzer, dem Endverbraucher tatsächlich einen Mehrwert oder eine höhere Auseinandersetzung, eine höhere Interaktivität mit diesem Printprodukt zur Verfügung zu stellen, um möglichst diese Ablage P, also die Rundablage, ich sag mal, zu überspringen und das Medium so lange wie möglich zu nutzen. Und dafür gibt es in diesem Value-Added-Printing-Bereich oder in diesem ganzen Konstrukt, haben wir das mal auf 4 übergeordnete Themen im Prinzip zusammengedampft, was Print im Endeffekt zu leisten vermag. Und zwar nicht, das ist jetzt besonders brillant gedruckt oder das Papier ist besonders haptisch oder wie auch immer, sondern alle diese 4 Punkte, die da stehen, sind im Prinzip oder zielen auf die Wirkung beim Rezipienten, beim Endkunden ab. Und auch da muss man sich konzeptionell in Zusammenarbeit oder in Koexistenz mit der Nachhaltigkeit immer überlegen, welche Ansätze dieses Value-Added Printings kann ich denn zusätzlich in ein Printprodukt etablieren oder integrieren. Und das sind als erstes mal dieser Mehrwert oder ja, dieser Value ist das Thema Interactive Print. Also alles das, was ein Printprodukt dazu verleitet, den Rezipienten interaktiv sich mit dem Printprodukt zu beschäftigen. Die einfachste Variante, das ist auch relativ simpel, ist ein QR-Code. Das heißt, wenn eine Erwartungshaltung hinter dem QR-Code ist, da kann ich was gewinnen oder wie auch immer, holt jemand sein Electronic Device aus der Tasche, filmt den QR-Code und kriegt als digitale Verlängerung noch irgendeinen Zusatznutzen. Das heißt, Print als Medienbrücke in Richtung digitale Kanäle ist ein Value und sorgt zusätzlich für Interaktion. Natürlich gehört auch alles, was wir im Bereich der Weiterverarbeitung, Falzmechanismen, Aufreißmechanismen, Rubbellose und so weiter und so fort. Alles das, was man mit Print noch machen kann, um das noch interessanter, begehrlicher, interaktiver, also sich damit auseinanderzusetzen, auch das steckt alles hinter diesem Thema Interactive Print. Das heißt, je länger sich ein Nutzer mit einem Printprodukt interaktiv auseinandersetzt, umso höher ist ja auch dieses Thema der Erinnerung, des Remember, mit wem, mit welcher Marke, mit welchem Produkt oder mit welchen Produkten habe ich mich hier auseinandergesetzt und ist natürlich über die Nutzungsdauer in dem Moment der Interaktion viel, viel intensiver und viel, viel nachhaltiger in der Erinnerung und in der Kommunikation. Dann das Thema Experience Print. Sind im Endeffekt alles, was noch dazugehört an Druckveredelung, egal ob das Lackierungen, Metallisierung und so weiter und so fort sind, die in der Lage sind, Marke, also ein Image einer Marke, über ein Printprodukt quasi wie echt zu transportieren. Nehmen Sie mal Automobilindustrie, die das Interieur eines hochwertigen Autos, keine Ahnung, ob das jetzt 60, 80, 100 oder 50.000 Euro kostet, dann wollen die das Interieur, den Ledersitz, so echt wie möglich abbilden. Dafür ist das Thema Druckveredelung perfekt geeignet, bis hin, dass wenn Sie den Prospekt aufschlagen, riecht es tatsächlich genauso, wie wenn Sie in das Auto einsteigen. Auch hier eine entsprechende Erfahrung, ein entsprechendes multisensorisches Erlebnis, was Sie quasi mit diesem Printprodukt leisten können. Das Thema Emotional Print ist alles das, was mich persönlich anspricht. Also alles das, was mit Digitaldruck, Vollindividualisierung im Prinzip heute möglich ist. Also nicht nur Hallo Christoph, Hallo Herr Meier, Hallo Herr Müller, sondern alles das, ich weiß, wie der Christoph kommunikativ mit meiner Marke unterwegs ist. Deshalb werde ich ihn auch individuell mit entsprechenden Angeboten betreuen. Das heißt, am Ende des Tages kriegen Sie alle quasi von mir den gleichen Prospekt oder die gleiche das gleiche Medium, aber mit voll individualisierten Informationen. Und das spricht Sie persönlich an. Also wenn der Christoph seinen Namen liest, da kann der sich gar nicht gegen weigern, so nach dem Motto, das Print mag ich nicht, sondern dann liest er seinen Namen nicht Christoph, so, das hat er in der Schule ganz am Anfang mal gemacht, als er lesen gelernt hat. Aber heute ist das ein Bild, was er aufnimmt und das wirkt sofort emotional. Da kann er sich gar nicht gegen wehren, außer wenn der Name falsch geschrieben ist. Und dieses Thema Emotionalisierung ist ja nicht nur über den Namen,
sondern das ist zum Beispiel auch über das Thema Geoindividualisierung. Sie lesen in einer Broschüre oder sehen eine Geokarte und sehen da den Wohnort, wo Sie wohnen. Schon haben Sie eine individuelle Information. Aha, das ist thematisch anschlussfähig. Da steht nicht New York, sondern Düsseldorf, sondern was auch immer. Und sofort ist es emotional anschlussfähig. Das heißt, Sie haben eine Bindung zu dem Produkt. Sie gucken, ah, was ist denn da in Düsseldorf? Warum steht denn da Düsseldorf? Und dann steht vielleicht doch Ihre Heimatadresse, wo Sie privat wohnen oder wo Ihre Firma sitzt und so weiter und so fort. Also auch das ist ein Höchstmaß an Emotionalisierung und Besitzergreifen eines Printprodukts. Und last but not least, das Thema Surprise Print. Das Thema Surprise ist Überraschung. Und Print ist tatsächlich in der Lage zu überraschen. Ich sage jetzt schon direkt ganz am Anfang, die zwei haben nicht immer etwas Positives miteinander zu tun. Also viele Dinge, die heute überraschungstechnisch möglich sind, sind nicht unbedingt auch nachhaltig. Also auch da muss ich überlegen, wo habe ich jetzt meinen Fokus drauf gesetzt. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das Thema Elektrolumineszenz, also tatsächlich gedrucktes Licht in einem Printprodukt. Die meisten Rezipienten, die so etwas bekommen und ein Printprodukt mit einer deutlich geringeren Erwartung öffnen und auf einmal fängt das Ding an zu leuchten, die sind überrascht. Das ist tatsächlich eine Überraschung. Und dann kommt wieder Interactive Print, wie geht denn das, warum haben die das so gemacht? Dass das vielleicht in den Sondermüll muss oder ein CE-Zeichen drauf muss oder wie auch immer. Nehmen Sie das Thema NFC, nehmen Sie das Thema Video in Print oder was auch immer. Print ist in der Lage, das zu tun. Also tatsächlich über dieses Thema Überraschung aktiv zu werden, muss man aber auch immer im Prinzip abwägen, ob das nachhaltig ist und wie nachhaltig. Also ist es jetzt ökologisch nachhaltig, grüner Haken, roter Haken, oder ist es sehr nachhaltig in der Kommunikation? Also das hat eine hohe Halbwertszeit. Nehmen Sie sich mal zum Beispiel ein Kochbuch. Und in dem Kochbuch machen Sie vorne auf die erste Umschlagseite einen NFC-Tag rein. Und der NFC-Tag sorgt dafür, dass Sie die digitale Verlängerung ins Web bekommen und dort das Interview mit dem Star-Koch, Vier-Sterne-Koch oder was auch immer bekommen. Und so. Also wirklich expliziten Inhalt, den Sie nur über dieses Buch bekommen. Jetzt wird einer von Ihnen sagen, ja, da muss ich ja keinen NFC-Tag machen. Das kann ich schon mit dem QR-Code machen. Klar können Sie das machen. Aber vielleicht sind Sie als innovativer Koch oder innovatives Restaurant, brauchen Sie diesen innovativen Image-Transfer dieses NFC-Tags, weil der halt im Moment noch sehr technologisch hip ist und nicht sagen, oh, ich nehme hier so einen schnöden QR-Code, den keiner interessiert oder wie auch immer. Also auch diese Fragestellung muss man sich immer stellen im Bereich der, ich sage jetzt mal, Interaktion, im Bereich der Wirkung eines Printprodukts und ob es denn nachhaltig ist. Weil das soll einfach mal aufzeigen, welche Dimensionen letztendlich ein Printprodukt zur Verfügung stellen kann. Und diese Dimension muss ich am Ende des Tages aus meiner Warte strategisch berücksichtigen, bevor ich mich für oder gegen einen Medienkanal entscheide. Und genau dieselben Fragen muss ich mir auch bei digitaler Kommunikation stellen. Ich habe hier mal was rausgesucht, das ist eine unserer Brancheninitiativen, wo wir dieses Thema noch viel, viel weiter im Prinzip ausbauen, und zwar bis hin in die Wirkung an einzelnen Prozessbestandteilen der Customer Journey, also da, wo es ja im Endeffekt geht. Ja, wir machen Kommunikation für unsere Kunden und die Kunden wollen ja nicht einfach ab in die Masse, sondern die wollen ja ihre Kunden wiederum in dem, ich sage jetzt mal, in dem Anwendungsfeld, wo sie gerade in ihrer Customer Journey sind, mit den Informationen versorgen, die der in dem Moment gerade braucht. Und es sind noch viel, viel mehr Dimensionen, als ich Ihnen eben schon aufgezeigt habe, sondern da geht es natürlich in das Thema wahrgenommene Nützlichkeit. Exklusivität ist das, ich sage jetzt mal, dieses Markenimage mit transportiert, Begehrlichkeit und also auch damit müssen wir uns beschäftigen, wie kommt ein Medium bei einer Zielgruppe oder bei einer Zielperson, bei einem Rezipienten daher und was macht das im Endeffekt mit dem? So, also wir müssen überlegen, wie wir am Ende des Tages nachhaltig beeindruckend sind und da ist natürlich die ökologische Nachhaltigkeit auch mit inbegriffen, aber auch natürlich die kommunikative Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig wirksam ist ein Medium, was ein Rezipient im Prinzip bekommt? Einmal in Richtung Aufmerksamkeit und Attraktivität. Will ich mich überhaupt mit diesem Printprodukt beschäftigen oder nicht? Das hat manchmal was tatsächlich mit dieser
Awareness zu tun, weil das halt besonders hip, besonders glänzt oder was auch immer. Und manchmal einfach nur, weil man sagt, ich habe schon auf das Produkt, auf das Printprodukt gewartet, weil das meinetwegen mein Lidl-Blättchen am Freitagabend ist, damit ich am Samstag einkaufen gehe. Und ich muss gucken, welche Sonderangebote das sind. Das muss ja dann nicht unbedingt hip sein. Was extrem wichtig ist, ist der hohe Erinnerungsgrad. Wir müssen uns, egal mit welchem Medium, in die Köpfe, in das Mindset unserer Kunden letztendlich integrieren. Und Print ist halt perfekt geeignet, um diese Multisensorik hinzubekommen. Das Thema Glaubwürdigkeit hat Print natürlich auch einiges damit zu tun oder auch damit einiges beizutragen. Das Thema Wertigkeit und Wertschätzung ist natürlich ein Unterschied, ob Sie eine Massenbeilage unadressiert, unpersonalisiert zur Verfügung stellen oder tatsächlich ein voll individualisiertes Printprodukt. Und am Ende des Tages das Thema Reaktion. Wir müssen schaffen, dass die Kommunikation, die wir produzieren, egal über welchen Medienkanal oder über welche Medienkanäle, am Ende des Tages zu einer Handlung auffordern, zum Kaufen, zum was auch immer. So, das heißt, diese ganze Zusammenfassung, was pro Print spricht, wenn wir das noch ausbauen würden, könnte man wahrscheinlich schon einen ganzen Tag hier aktiv werden. Also Print ist nach wie vor das einzige Medium, was multisensorisch funktioniert, bis auf Geschmackssinn, außer wenn Sie eine Tüte Gummibärchen auf dem Mailing kleben, dann kann es auch wirklich alle Sinne ansprechen. Aber das ist tatsächlich das einzige Medium, was da in dem Umfeld funktioniert. Also im Endeffekt kommt Print dem sozialen Menschen, der interaktiv sein will und auch sich kommunizieren möchte, das Printmedium am nächsten. Print ist Markenbotschafter. Also wir sind in der Lage, die Werte einer Marke über Print, über diese vier Ebenen zu transportieren. Hohe Glaubwürdigkeit hatten wir. Das Thema Nutzungsdauer muss natürlich so sein, dass ein Printprodukt lange genutzt wird, Buch zum Beispiel, im Vergleich zu digitalen, flüchtigeren oder deutlich flüchtigeren Medien. Teilweise ist Print alternativlos. Schauen Sie mal bei Verpackung. Klar, es gibt auch unverpackt Ware, aber das ist wieder ein anderes Thema. Dann Nachhaltigkeit schließt Druckveredelung nicht aus, weil viele Veredelungen, also technische Veredelungen, heute auch rezyklierbar sind und auch in diesem Bereich der Circular Economy funktionieren. Es gibt tatsächlich Top-Label für Printprodukte, wie zum Beispiel das Thema Blaue Enge mit dem höchsten Image der Nachhaltigkeit, zumindest in Deutschland. Und wo ich immer wieder dafür werbe, nicht sich für den einen oder den anderen Medienkanal zu entscheiden, sondern für das Thema Multichannel Publishing, sondern zu gucken, welches Medium kann wann welche Vorteile ausspielen und das möglichst in Korrelation oder Koexistenz mit anderen Medien. Das heißt, wir müssen uns heute, und das ist der, ich sage mal, abschließende Appell, wir müssen uns gar nicht darüber unterhalten, wie nachhaltig ist digitale Kommunikation oder wie schädlich oder wie positiv oder wie nachhaltig ist Printproduktion. Sondern wir müssen im Endeffekt schauen, wie können wir als grafische Industrie sinnvoll im Sinne des Erfolges unserer Kunden, und das steht immer aus meiner Warte am obersten Fokus, Multichannel-Kommunikation organisieren. Und bei Multichannel-Kommunikation gibt es kein Entweder-Oder, sondern wir müssen tatsächlich überlegen, wie kann jedes Medium seine Kraft, seine Energie, seine Vorteile so sinnvoll wie möglich im Rahmen des Multichannel im Prinzip einspielen. Natürlich immer mit diesem Unterbau der Nachhaltigkeit. Und jedes Medium, das ist egal welches ist, hat prozessual in der Zukunft immer die Anforderung, noch nachhaltiger zu werden. Weil es gibt kein Medium, was heute genauso nachhaltig ist wie in Zukunft, sondern wir müssen immer daran arbeiten, es immer noch nachhaltiger und besser zu machen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich Ihnen einige Anregungen, vielleicht so ein paar Ansätze zum Thema Mindshift in Richtung Ideen, Print und Digital geben kann. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich weiß jetzt nicht genau, ist jemand von Print hier? Nee, ne? Ich weiß nicht genau, ob im Nachgang an alle Teilnehmer die Vorträge zur Verfügung gestellt werden. Im Zweifelsfall, wenn es jemand haben möchte, geben Sie mir Ihre Visitenkarte. Dann schicke ich Ihnen die PDF auf jeden Fall. Und jetzt kommen noch 10 Sekunden Werbeblock. Am 16. und 17. Mai findet in Düsseldorf unsere Print- und Digital-Convention in Kooperation mit der Messe Düsseldorf statt. Eine Kongressmesse, logischerweise A mit Kongress, 4 parallel laufende Vortragslots an 2 Tagen plus Messe mit über 80 Ausstellern. Sind Sie herzlich eingeladen. Ich habe hier vorne noch ein paar Prospekte hingelegt.
Und jetzt stehe ich Ihnen noch für Fragen zur Verfügung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.